Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Cry of Fear. Ich musste mich eben gerade etwas aufregen, weil Folge 27, 28, eine von den meinen Folgen auf jeden Fall, hat die Gamer rumgemeckert. Fand ich, das Video ist nicht gesperrt, nur aus Prinzip die Gamer hat rumgemeckert. Finde ich scheiße, weil das Lied, was da drin vorkam, war von Cry of Fear selber. Das ist die wirklich. Das hatte ich wirklich noch nie gehabt. Außer bei Anno. Stimmt, Anno. Aber Anno hat man grundsätzlich das Problem mit der GEMA. Aber. Naja, gut. Hier ging es zurück, ne? Diese Tür ist ein Teil von der Wand. Was? Also ist das jetzt Wand oder wie? Ja, wir waren hier im Gefängnis. Der Speicherstand heißt auch irgendwas mit Prison. Ja, hör den Prison, weil wir spielen hier immer noch die Kampagne hör. Ich habe mir mal angeguckt, wie es bei Memories weitergeht. Das sieht echt ziemlich interessant aus. Nur an dieser einen Stelle, diese Gegner, die fand ich ziemlich scheiße. Und das hier geht nicht kaputt, habe ich das schon erwähnt. Ich mache mal gerade nur das da. Und schlage jetzt mal zu. Weil irgendwie ist das üblicher, als mit einem Messer dazu zu schlagen. Aber es funktioniert nicht. Okay, wir haben ein Speichergerät. Und da hier ein Speichergerät ist, muss es dafür einen Grund geben. Wir sind jetzt nämlich im Nichts. Na, mal geil. Das soll ich jetzt alles vorlesen. Today, he took me out. Achso, he took me out to a movie and then. West Train out after it. Was? West Train. Achso, ja. Restaurant, ist klar. Ich habe irgendwie Astronaut gelesen. Weiß ich nicht wieso. It's really not like him to be this. Well, nice to me. It almost felt fake. As if he planned this date so very long ago. I feel asleep at his place. Afterwards, the happiness I felt in a long time. Hier war ich, ne? The next thing I remember is waking up with my head pounding. I had. Weiter geht's nicht, ne? Ne. Ich muss mir das nochmal gerade durchlesen und dabei übersetzen im Kopf. Okay, also er hat mich rausgetan zu einem Film und dann zu einem Restaurant. Es fühlte sich komisch an, weil also es fühlte sich so an, als hätte er dieses Datum so lange im Voraus schon geplant. Und an das nächste, was mich erinnern kann, ist, dass ich aufgewacht bin mit einem Kopf Pounding. Ich weiß, was damit gemeint ist, nur mir fällt gerade die Übersetzung nicht ein. Oh, ich weiß, was damit gemeint ist. Pounding. Ja, so pochen. Sehr schön, wir haben eine Glocke, habe ich das schon erwähnt. Das kommt auf die 1, das kommt auf die 3. Und dann das da. Und dann das da. Wieso ist bei dir eine Waffe in einem. Ne? Boah, das ist so wieder völlig anders. Das gibt's nicht. Ich habe heute Amma gespielt und musste ein bisschen korrupter zu anderen Rebellen sein. Und die Waffe zielt ziemlich ungenau bei Amma. Hier ist es ja, hier bewegt sich das überhaupt nicht. Also er hat eine ziemlich ruhige Handführung.
bewege mich jetzt extra so komisch, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir eine Waffe aufheben, dann 1000 Monster hier kommen. Ich speichere nochmal ab. Nochmal hier. Sehr schön. Ich muss mal kurz was testen. Mal einen Headshot geben. Ich habe gewusst, dass da ein Gegner kommt, deshalb wollte ich die Taschenlampe nicht mit ausrüsten. Schon wieder ein Brief. Ah, I had absolutely no idea where I was. And the strongest thing is that I didn't even feel scared. This place felt familiar to me. Somehow. Also, ich hatte keine Idee, wo ich war, aber dieser Platz fühlte sich, ja, familiär an. He appeared out of the gloomy shadows. Gloomy kenne ich nicht. Naja. And I then make the connection that I was chained to the wall in his basement. In that moment, something about him came together in my memories. That flicker of insanity, the wild, evil look in. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich hatte das mal unter den Vokabeln, ist ja logisch. Ich kannte das aber auch schon früher durch Filme, ja, Fernsehen bildet. Viel. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ohne Spaß. Ich weiß, was böse bedeutet. Ja. Dieser Platz, irgendwas überschatten und so. Ich habe jetzt keine Lust, mir das nochmal durchzulesen. Wacht an einem familiären Platz auf. Wieso liegt das an einem Gefängnis? Mal gerade nebenbei angemerkt. Oh. Beim letzten war es ein Part of a Door. Ich sehe nichts. Oh. Den Gamma-Wert meines PCs habe ich ja schon ganz hoch, ne? Ich sehe nicht genau, wo der Kopf ist. Ich weiß nicht, was schlauer ist. Boah, ohne Spaß. Hier sehe ich ihn schon besser. Au. Ach so. Ah. Das sind die Viecher, ne? Die hängen aber an der Wand fest. Oder? Oder backt der einfach nur? Zumindest. Nein, der backt einfach nur. Weil die machen nämlich keinen Schaden. Zumindest haben sie beim Hauptspiel keinen Schaden gemacht. Ach, stimmt, das waren die Viecher. Ich habe gedacht, das wären die anderen auch scheiße. Na egal. So schlecht habe ich eigentlich gar nicht geschossen. Ja, nee, ich verschwende jetzt mal keine Muni. Ich wollte jetzt eigentlich gerade Muni verschwenden. Ohne Spaß, ich verschwende keine weitere Muni. Glockenmagazin, das. Jetzt, da wir das Glockenmagazin haben, bin ich schon fast dafür, dass ich ihn erschieße. Ah, sehr schön. Man muss etwas weiter unten ansetzen. Weiteres Blatt. Doch, hier ist ein weiteres Blatt. Stop the pain. Ja, auf mit dem Zeichnen. Hallo! Hallo! Du hast mich erschreckt! Hallo! Hallo! Fick dich! Fick dich!
ich das hasse. Ja. Moment erstmal. Jetzt geht's. Jetzt geht's, danke. Hier war ja dieser Brief. Damit wir den, damit das Spiel erkennt, dass wir den gelesen haben. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt, weil ich glaube, das wird eh nicht unter den Notizen gespeichert. Ja, komm. So, der hat viele Kugeln verdrückt. Wahrscheinlich auch nicht weiter. Ich teste einfach nur Mausprinzip. Nee. Aber wir haben Zettel nicht gelesen. Also, ihr wisst, was ich meine. Das sind die Viecher. Das eine habe ich zuerst gedacht, dass es friedlich wäre. Das ist ja kein Kopf. Ich kann keinen Headshot machen. Oh. Naja gut, eine Kugel verschwendet. Das nächste war das Gemeine. Das war noch normal. Hier. LOL! Also schon, genau gereicht. Ich weiß nicht mehr, wie hier der Anfang war. Fierce amount of pleasure from this. Just as I thought I would die from this pain. The nail pulled free. The worst of the pain of mein Gott, nee, of the pain was gone, but this throbbing bleeding stop was in ich hab, achso, hier bin ich, stop was agony in itself. Entweder wird es ein Rätsel oder ich bin verwirrt. Wieso sollten wir das dann finden? Das war recht interessant. Das ist ein Lichtbug. Hier kann man, hier ist das Licht irgendwie an und hier ist es dann wieder aus. Der strahlt einfach zurück. Die sollen wirklich aus sein, aber die strahlen irgendwie zurück. Okay, ich weiß schon, wo wir wieder raus müssen. Speichergerät. Ach, jetzt soll ich einen Key finden. Scheiß Key. Scheiß Key. Scheiß Key. Ich soll einen Key finden. Da unten gibt es sicher einen. Ich glaube, ich lese mir das gleich nochmal durch. Von Anfang an. Ich laufe mir gerade das Gefängnis hier durch. Und morgen lese ich es mir dann nochmal von an. Achso, das war der. Der erschreckt mich noch. Ich muss ihm mal kurz ein paar Headshots geben. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich zuschlagen, aber... Was ist das? Naja, gut. Oh.
mit. Im Inventar haben wir dafür auch nichts. Muss noch überlegen, wie ich das pushe. Aber das mache ich nicht heute, sondern wann anders. Ich bedanke mich fürs Zugucken, hoffe es euch gefallen, bis dann mal wieder und ich sage tschüss.